Einen wunderschönen, schön, da seid ihr, Bros und Brodin. Was geht? Alles fresh bei euch? Wir zocken heute eine Runde, ja, PoE wieder, ne? So ein bisschen. Wir müssen ja noch ein bisschen was machen. Wir können ja mal nachgucken. Wir haben noch eine Quest zu erledigen. Wir gucken direkt mal nach, was das für eine Quest ist. Ah, nicht, dass wir hier sich tausend da noch am Rumwerkeln sind. Was genau das ist. Also tun wir uns selber den Gefallen und ihr habt das jetzt endlich mal so, wie ich das auch sehe. Cool. Das ist ja nice. Hab nämlich Path of Exile ein bisschen heller von der Farbabgebung. Und ihr seht das jetzt in etwa genauso weg. Das ist nämlich bei mir ein bisschen knalliger von der Farbe. So, wir brauchen trotzdem die Quest. Sorry, das hat mich einfach gerade gefriemelt. Greater White Beast. Wir müssen den Teddy killen. Dann kriegen wir nämlich noch eine Ding. Dinnensbummensen. Machen wir schnell. Wir machen jetzt ein bisschen Challenge Hunting. Weil, wie viel haben wir jetzt? Wir haben 17, dann hätten wir 18. Fehlen uns noch 8 Stück. Oder? 12, nee, 6 Stück. Ah, easy 6 Stück. Easy make it. Digga, easy make it. Das Ding. The Ding. So, der Hardy hat sich jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen nicht nur schlau gemacht. Wir hatten jetzt am Wochenende ein bisschen rumdiskutiert. CPU hin oder her, was ich nun holen werde. Ich hatte ja erst gesagt gehabt, ich will mir den AMD doch nicht holen, weil der halt nicht genau das hat, was ich brauche. Ich habe mich jetzt doch dafür entschieden, dass wir uns den doch holen. Wir werden uns also den AMD Ryzen 9 3950X holen. Das ist so mein Ziel. 699 Dollar soll der wohl kosten. Shit happens. Wenn man was haben will, muss man das auch manchmal machen, wa? Chaos-Rezept soll man machen, Schüssel-Rezept soll man machen. So ein Öl-Rezept? Wiss ich gar nicht. Granite-Rezept. Ja, das ist ja. Also, warte mal, Granite. Das ist mit der hier. Da gucken wir mal nach, ob wir haben. 3, 4, ah, na, krieg ich die 5 da 5. So, dafür gibt es nämlich ein Vendor-Recept. Ich hab das jetzt nicht aus dem Kopf. Ich könnte mir aber vorstellen, was das genau ist. Nochmal Granite. Vendor-Recept, sicher ist sicher. Wir gehen nachgucken, bevor wir irgendwas wasten. Ich weiß ja im groben Schnitt, was wir brauchen. Ach nee, wir müssen eine. Ach, so rum ist das. Haha. Das ist nicht so lang zu denken, sondern wir sollen eine Granite Flask machen. Dazu brauchen wir eine Topas. Nee, mit P, Topa. Topaz. Haben wir davon eine? Da haben wir eine. Eine Sekunde. Nein. Aber kurz, sie zuckt, Alter. Habt ihr sehen? Zack, Alter. Mauskursor kurz rüber. So. Das könnte er sein. War aber nicht. Hat er gedacht. Ist er aber nicht. Hat er nicht, wa? Hat er einfach nicht. Doch. Nummer Uno. Jetzt brauchen wir nur noch Fire. Who is a Fire? Eine Ruby. Ja, hier liegt eine Ruby, das weiß ich selber. Da ist doch, oh lol. Insane. Lass uns mal hier kurz craften. Man kann sich nämlich eine Granite Flask craften.
relativ, ja, ich sag mal nicht einfach unbedingt. Der eine oder andere kriegt gleich eine Macke dabei, sich das zu craften. Wir gehen das jetzt einfach mal Step by Step ein bisschen durch. Geht hier einfach drauf. So, und wir brauchen einen Suffix. Wir machen Oldschool Crafting. Wie wir, oder in dem Fall ich, das noch gelernt habe, als es noch nicht diese Funktion Suffix, Prefix zu sehen gab. Also, woran erkenne ich einen Suffix? Und woran erkenne ich einen Prefix? Eigentlich sagt das ganz einfach aus, der Name schon, das ähnlich steht vor dem Name, Pre, vor, und Suff dahinter. Für Support beispielsweise kann man sich das besser merken. Ja. So, das ist jetzt zum Beispiel ein Prefix. Hier zum Nachchecken. Draufhauen. Auf Reflect. Reflection. Wir brauchen auf Iron Skin. Und nicht auf Reflection. Reflection ist eine Jadeflask, die man auch craften kann. Also ihr kennt den Wert ja, den wir suchen. Und kann theoretisch schon spezifisch danach suchen. Das ist Reflection. Da geht noch einer. Das ist falsch. Nein, nehmen wir noch nicht. Hier haben wir Duration. Knockback ist das auch nicht, was wir suchen. Attack Speed ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger dadurch, dass die Liga ein paar Sachen mehr dazu gekommen sind. Und man da ein bisschen besser aufpassen muss. Nee, will der nicht. Movement Speed, nein. Armor of Iron Skin. Das ist der sozusagen der Suffix, den wir brauchen. Attack Speed. Nein, nö, immer noch nicht. Das ist Attack Speed, das Suffix. Das ist Pre. Das ist Suff. Ich will mal noch ein paar hier von den tollen Teilen. Machen wir noch zwei Stapel. Müssen da auch so ein bisschen haushalten. Ja, weil wir haben ja davon ja auch nicht unbedingt unendlich. Ansonsten müssen wir das mal ein bisschen verschieben. Ich habe bloß gedacht, so hat die ja, ne? Easy peasy schnell gecraftet. Das muss, hier muss ja nicht. Muss eigentlich schon relativ schnell gehen. Scheiße, da habe ich kurz überrollt. Nochmal 20 kriege ich nicht, ne? Genau. For freedom. Ich habe jetzt mal ein bisschen den Bestand ein bisschen niedriger gesetzt. Weil wir heben die Dinger eh. Ah, scheiße, schon wieder weggeklickt. Das ist richtig ätzend, wenn man so schnell klickt und du denkst so, ja, okay, easy hin, schnell, easy, geil, geil, klick, 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 klick. Und dann verklickst du dich damit extrem krass. Also dann können wirklich auf richtig guten Items dir nahezu richtig gute Rolls oder T1-Rolls, die du dann eben mal durch einen schnellen Roll wegrollst, die dann vielleicht doch mehr wert wären, als dir lieb ist. Viele würden jetzt auch sagen, von wegen, Hadi, du hast jetzt da schon so viel reingehämmert. Warum hast du dir die Flask nicht gekauft? Weil ich das gerne selber machen möchte. Und ich das schon immer so ganz gerne selber gemacht habe. Meine eigene Bestimmung so für mich. Ich will mir nicht immer alles kaufen. Das heißt also, dippt ein Teil, den ich ganz gerne kaufe. Das sind meistens so meine Waffen. Weil dann brauche ich mich darum nicht so teilweise kümmern. Gibt aber auch da Abspeisungen, wo ich sage, ich mache das lieber selber. Ja. Und zack, seht ihr das? Hier ist darauf zu achten, das niedrigste, ohne dass ich darauf gucke, kann ich euch sagen, was für ein Item-Level dieses Item haben wird. Ja, das wird 53 haben, liegt daran. Achtung, hier ist Item-Level 61, hier ist Level 59 und dieses Item-Level ist Level 53. Das heißt also, dieses wird 53 besitzen. Das niedrigste aus der Kombination, die ich abgebe. Immer das kleinste. So, haben wir.
Das heißt also, über diese Ding brauchen wir uns jetzt keine Sorgen mehr machen. Das heißt, Movement Speed müssen wir uns craften. Das ist auch kein Problem. Hier vorne haben wir schon was. Und so eine Movement Speed Flask nehmen wir uns. Wir haben hier ein paar Schuhe und ich glaube, ist das eine Itineration oder eine Argumentation? Nee, es war der Itineration. Transportation? Oder mussten die Schuhe weiß dafür sein? Ah, sie mussten weiß sein. Zack, dann haben wir das auch. Mal direkt wegrollen. Ja, habt ihr das auch mal gesehen? Ja, na, geht da noch was? Egal, brauchen wir noch vielleicht. Dann brauchen wir noch einen Chaos Orb. Tja, den weiß ich gar nicht, ob ich den jetzt auf der Rasche hinkriege. Weil ich eigentlich nicht Body Armors aufhebe. Und das lässt sich dadurch. Teilweise ist das ein bisschen schwieriger als ihr wollt. Wir machen uns das aber ganz einfach. Pass auf. Wir brauchen im Grunde genommen eine Zweihandwaffe, eine Body Armor, einen Helm, ein paar Schuhe, ein paar Handschuhe. Schuhe fehlen uns. Brauchen einen Ring, that. Und wir brauchen ein Amulett. Remember. Das Ganze muss ein Item Level Tralala besitzen, also Level 60. Ab Item Level 60 ist das. Zack, und dann haben wir schon Chaos. Wir kicken noch mal, vielleicht nochmal nach. Nicht, dass ich jetzt ein Besonderes dabei gewesen wäre, aber so kann man Chaos machen. Nächste, Chisel. Das ist auch ganz einfach. Wir gehen wieder in den Händler rein. Ich zeige euch das. Das funktioniert, was ich jetzt mache, mit einem Rockbreaker, Stonehammer oder was auch funktioniert, ist das Ganze mit einem Gavel zu machen. Das sind jeweils gleich aussehende Hammer. Die müssen Quality 20 haben und mit einer Anymap, also egal welcher, kannst du dann das Ganze. The spirit is strong in Felshrine. You touch the stones, you will feel. Oh, the touch the stone. Oder touch the tralala. So, ich weiß genau, wie die aussehen. Deswegen geht das doch relativ fix. Werdet von euch nicht weiß, ihr werdet gleich sehen, das gibt halt nur eine Form und die haben wirklich nur diese eine Form. Ich habe keine andere Waffe, die ähnlich aussieht oder irgendwie in die Richtung. Sie sind sehr langsam, machen aber guten Damage meistens. Kann sich damit sogar relativ geile Waffen sogar craften, soweit ich das weiß. Ich bevorzuge die nicht, weil sie mir zu langsam sind, persönlich. Manchmal sind sie aber auch schwierig zu finden, weil man sie nicht gut beim Händler bekommt. Man kann sie, glaube ich, ab 2 bekommen. Ich habe zwar jetzt trotzdem in Akt 1 kurz nachgecheckt gehabt, weil manchmal ist das die Möglichkeit auch, dass wenn du zu hoch vom Level bist, dass man sie dort trotzdem findet. Nachdem du aus warst aus der Ebene oder whatever. Und was man sowieso immer zwischendurch stecken kann, den Händler, man kriegt einen Fünfling relativ, also ich sag mal relativ wahrscheinlich. Das, was auch schon passiert ist, des Häufigen, ist, dass man beim Händler auch mal einen Zickling bekommt. Farewell. Ist mir zwar noch nicht so häufig vorgekommen und mir eigentlich sehr unbekannt eigentlich auch, dass es sowas auch beim Händler gibt, aber sowas gibt es auch bei einem Händler. Ja? Greetings. Greetings. Achso, ja, wir hatten jetzt am Wochenende ein paar Änderungen in meinem Bild. Wir machen jetzt laut Shaper DPS POB machen wir 200k. Für unsere Leute, die es wissen wollen. Es gibt auch nichts, was ich nicht legen kann. Also überall Siri liegt in Sekunden. Die kriegt noch nicht mal ihre Phasen zusammen. Sondern die liegt
vor den Phasen sogar noch zu Boden wieder. Bisschen mehr als merkwürdig, aber ich nehme das mal so hin. Ist das jetzt ernsthaft mal so schwer, einen Gavel, einen Rockbreaker oder sonst was zu kriegen? Das ist richtig krass. Also, das ist so fucking unwahrscheinlich gerade. Das ist mir bisher noch nicht passiert, muss ich mal so sagen, ne? Let me tell your future. Quatsch, Quatsch. Du bist es. Wir haben hier nichts drin. Also, wirklich nicht. Krass. Das ist einfach nur fucking crazy. Ja gut, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, wie das mit den Ölen craften ausschaut. Da irgendwas mit Ölen jetzt drin stand. Muss man 3 zu 1 machen? Need a map. Hier so machen oder was? Good luck with your maps. Okay, das haben wir also auch. Wir müssen nur noch den Chisel craften. Das machen wir gleich. Ja, Rare-Gegner. Ja, gut, ne? Zombie-Roar. Den da. Da fehlen halt nur noch 3. Hier hätten wir Defend Exiles. Ja, es sind auch nur noch. Wie viel sind's? Auch nur 3, die da fehlen, theoretisch. Geht eigentlich. Craft Modifier. Body Armor. Achso, muss ich eine Body Armor. Wait. Das passiert bei mir relativ selten, aber wir können ja trotzdem mal machen. Das war das, was ich wissen wollte. Das heißt also, das funktioniert auch schon mal. Das hätten wir abgehakt. Wir brauchen also noch wie viele? Wir brauchen theoretisch noch 5. 1, 2, 3. Dann hätten wir 22. Complete. Fett. Nee, ist klar. Unique Item? Sekunde. Das ist. Ach, wobei, das ist ein Blight. Unique Item, ne? Wait, hab ich doch. Und zwar ein Helm. Ja. Kann man ja glücklicherweise über Dinnensen bummensen. Aber pass auf. Oh, go on. So. Hätten wir das auch. So, easy. Das heißt, die Challenge accepted. Easy peasy. So, wir brauchen nur noch Ditte und da brauchen wir nur noch Usen. Wollen wir uns das kurz kaufen? Komm, wir kaufen uns das kurz. Das brauchen wir eh. Dafür hatte ich das ja auch vorbereitet. Was wollen die dafür haben? 40 Chisel. Oder ein Divine. Ja, dann gib mir das mit dem Divine hier. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Den Divine habe ich. Die Chisels nicht. Sekunde, please. Das können wir gerne machen. Ich weiß zwar nicht, was das auf dem Ding dann gibt. Aber das werden wir jetzt gleich mal herausfinden. Was das darauf gibt. So. Zack. Lieber so reingehen. Auf der Map gibt es dafür Pack Size. Das ist ja nice.
You stay safe. Nice. Achso, man müsste aktuell sogar, glaube ich, meine Tastatur so extrem hören. Ja, ne? Die Seite kratzt. Ich überlege, ob wir uns das nicht aufsparen und dreimal Pack-Size auf einer Map mal raufhauen. Ja, was bestimmt mega sick wäre. Oder ob wir das jetzt nicht einfach mal wirklich so auf einer Map draufhauen und dann ist schick. Ich glaube, ich habe aber aktuell gar keine Blight-Maps. Deswegen ist das ein bisschen doof. Muss ich persönlich mal so gestehen. Habe ich aber vorbereitet. Das heißt also, wir werden das auf jeden Fall machen. Das haben wir also auch abgehakt. Das sind so easy Dinger, die wir abhaken können. Ja, das Spending, das passiert halt automatisch eigentlich. Muss ich mir eigentlich gar keine Platte machen. Complete 550 Atlas-Missionen. 55 erst abgeschlossen. Das werden wir nicht schaffen. 15, da müsste ich also alle schaffen. Dazu müsste ich mir die erst auch noch holen. Ja. Achso, ne, das passiert ja demnächst sowieso. Ja, mal gucken. Also, wenn ich das abgeschlossen habe, dann ist ja. Ne? Also, eigentlich sollte das kein Problem sein. So, wir machen jetzt aber mal das, was ich eigentlich machen wollte. Eigentlich möchte ich ihn nicht kleiner machen. Eigentlich möchte ich ihn verbreitern. Dazu müsste ich die Map machen. Ich weiß gar nicht, ob wir die Map besitzen. Das ist genau die Map, die wir theoretisch nicht haben. Und ich kann sie. Oh, ich kann sie changen. Das ist gut. Okay, da haben wir sie. Mehr Life. Dingen, Dinnens im Bummensen. Ich mache mir die mal ein bisschen leichter, weil wir wollen sie wirklich nur completen. Hey, Area ist das kacke. Mir geht es halt echt nicht darum, dass wir da jetzt übelst krassen Stuff rauskriegen, sondern mir geht es hier eigentlich alleinig darum, dass wir die schnell gemacht kriegen und die nicht krass ist. Weniger Crit. Reflect, Point Blank, Unlucky. Unlucky ist kacke. Mehr und noch mehr Life. Da kannst du sowas von knicken. Das ist okay. Ja, das ist auch okay. Soll wohl so passieren. So, dann wollen wir da mal schnell rein. Also, was heißt schnell? Wir wollen halt das erreichen und das schaffen. Dann lübt der Sack. Ja? Dann schalten wir uns damit, holen wir uns den Elder auf der einen oberen Ecke, was unser Ziel auch ist, persönlich gesehen. Achso, die Veränderung, die ich hier gemacht habe in meinem Bild, ist zwar, ich habe jetzt zwar mehr Damage pro Mine, aber schmeiße nicht mehr konstanter die Minen. Das heißt also, ich habe weniger Minen. Und bin mir deswegen immer nicht so ganz im Klaren, ob das nun wirklich die optimale Lösung war. So, wollen wir mal loslegen. Es wird noch irgendwo ein Boss auftauchen. Aus in der blauen. Das heißt, hier links neben mir kommt das. Lol. Wie meiner gerade nicht angegriffen hat. Alter, really? Das Ding ist gegessen.
Der bleibt ja, der wird ja jetzt nur kleiner. Oder? Nee. Lol. Okay, ich dachte, der wird jetzt nochmal... Ich dachte, der wird nur kleiner oder so. Okay. Weil es sah aus halt wie so ein Golem. Ich dachte so gerade eben so, yo. Wenn der jetzt kleiner wird, dann habe ich Arschkarte. Okay. Können wir halt gerne nehmen. Ist auch okay. Ach siehste, ich habe mir letztens durch einen Kollegen von mir Unchained, nee, hier, Arcage Unchained mal angekickt. Also erstmal angekickt. Noch nicht entschieden, ob ich es mir hole, sondern überlege halt immer noch so von wegen, so soll ich nicht. Ist das eine gute Überlegung oder sollte man das doch lieber sein lassen? Nicht so gut, aber zum Verkaufen reicht's. Na ja, mal gucken, also das Arcage Unchained scheint schon ein bisschen cool zu sein. Ich hab selber zwar Arcage den vorigen Teil nur ganz kurz gespielt. Aber vielleicht liegt es bei dem Spiel in einem anderen Augenblick, dass ich sage, okay, das ist voll cool, man, das will ich mir angucken. Geht also alles noch in Frage. So. Oh, lol. Holy shit. Ist ja jetzt echt eh nicht drin, kick ja der Macke. Hey! Oh lol. LOL! Ja, ich hab das erste Mal das gekriegt, ich krieg ja eine Macke. Die Quest sag ich schon übertrieben lange drin. Die ist jetzt das erste Mal rausgegangen. Das könnte wahrscheinlich daran liegen, dass bei mir eigentlich wenig Gegner die Chance haben abzuhauen. Oder irgendwo Geister reingehen können. In der Regel sind die meistens vorher schon tot. So. Shit, nochmal zurück. Gut, dass das funktioniert. So, dann wollen wir mal. Kling, kling. Bin mal gespannt, ob sie die ganzen Dinger mal nerven irgendwann. Weil die haben halt eine größere Range als ein Zweihänder. Irgendwie so ein bisschen unreal. Ein bisschen unrealistisch, aber... Naja. Bin ich ja mal gespannt. Das Ding will einfach nicht. So, theoretisch müsste doch jetzt... der alte Klapperstorch, auf dem ein Ding draufkleben. Oh, 3 Chaos. Nice. Die beiden machen wir. Gehen auch noch rum. Eine Ecke haben wir. Und dann shapern wir mal auch mal wieder. Ist ja nicht die Schwierigkeit mit diesem Bild. Ist wohl bemerkt immer noch mein erstes Minenbild. Ne? Hatte ja so oft immer im Stream erwähnt, dass Minenbild total easy sind zu machen. True. War halt ernsthaft.
War halt nicht schwer. Das wollte ich ja nicht. Ich wollte die Taste. Super. Damit hat er sich nämlich auch vergrößert und damit kann ich nämlich jetzt auch arbeiten. Damit können wir jetzt nämlich die Parkmap machen. Die machen wir jetzt aber nicht in dieser Folge, sondern die machen wir in der nächsten Folge. Ihr wisst Bescheid. Alright.